Saison, hier ist der Tommy von der Musikboutique. Es ist mal wieder Came Monday. Das heißt, heute gibt es wieder eine E-Gitarre von Camo aus Berlin. Wer es noch nicht mitgekriegt haben sollte, Camo Guitars ist ein in Berlin ansässiger Gitarrenbauer, der Mo, der seine Gitarren komplett per Hand baut. Ist also wirklich alles bis auf die Hardware von ihm gebaut. Selbst die Tonabnehmer sind in Berlin handgewickelt. Die Pickups sind eher Vintage-mäßig gehalten vom Sound, also keine High-Gain-Granaten. Jede Gitarre ist mehr oder weniger ein Einzelstück. Also es gibt vier Grundformen an Bodies, aber die Bestückung der Tonabnehmer und auch die Lackierungen sind jeweils mehr oder weniger einzigartig. Ist also nicht wie bei großen Firmen, dass die irgendwelche Serien produzieren und die gibt es in den drei Farben und fertig, sondern bei Camo ist wirklich alles möglich, auch auf Kundenwunsch, wenn da jemand sagt, die Gitarre gefällt mir, aber ich hätte gerne eine spezielle Farbe, ist alles möglich. Die Gitarre, die wir uns heute anschauen wollen, ist eine Downtown Special. Normalerweise haben die Downtowns immer noch mal eine geflammte oder zumindest eine Ahorndecke aufgesetzt. Die Special-Serie ist ein bisschen günstiger und hat keine Decke, also keine aufgesetzte Decke. Die Gitarre ist Solid-Body-Konstruktion und der Korpus ist aus Mahagoni. Ist mit einem Lack auf Wasserbasis lackiert, aber nicht deckend und hochglänzend, sondern matt. Und so, ich hoffe, man kann das auf dem Video ein bisschen erkennen, so, ja, wenn das Lichtwing reinscheint, dass man so die Maserung oder das Grain so ein bisschen auch sieht. Fasst sich unheimlich wertig an. Und dadurch, dass wir nicht so einen fetten Lack drauf haben, kann das Holz auch resonieren und ist nicht in so einem Polyurethan-Mantel gefangen. Die Pickups sind wie gesagt handgemacht. Wir haben in dem vorliegenden Modell zwei P90 eingebaut. Ein Dreiwegschalter von Oak, zwei CTS-Bodies, Volume, Tone, also ganz klassisch gehalten. Wir haben eine GravTech Wraparound Bridge hinten, ein einlagiges cremefarbenes Pickguard, das wirklich dieselbe Farbe auch wie die Tonabnehmerkappen hat, sehr stimmig. Halskorpus-Konstruktion ist geschraubt und zwar so, dass wir hier unten auch in den oberen Lagen schön leicht rumkommen, also kein Vierkant wie bei der F-Firma aus Amerika. Der Hals ist aus einem Stück Roasted Maple gemacht, Satin lackiert, fasst sich sehr gut an, so ein bisschen dickeres Profil, aber kein 50er Jahre Baseballschläger, liegt sehr angenehm in der Hand. Es sind Cluson-Mechaniken, die sehr gut gehen, in Nickel aufgesetzt. Das Griffbrett ist Indian Rosewood mit 22 Medium Jumbo Bünden von Wagner. Der Sattel ist handgearbeitet aus Knochen. Und Camo typisch ist der Zugang zum Crossroad hier unten möglich. Immer offen. Man braucht keinen speziellen Schlüssel. Man kann, hat hier quasi so ein Rad, wo man mit irgendeinem, was weiß ich, Zweier Imbus oder so, oder was man gerade zur Hand hat, was in diese Löcher reinpasst, reingehen kann und kann dann nach vorne und hinten den Hals korrigieren. Die Gitarre wiegt 3,2 Kilo, ist also sehr angenehm leicht, sehr ausgewogen, also weder kopflastig noch bodylastig. Wenn ich sie im Sitzen spiele, liegt einfach waagrecht auf dem Oberschenkel. Am Gurt sowieso, also sehr schön ausbalanciert. Nicht nur vom Gewicht, sondern auch vom Klang und das hören wir uns jetzt mal an. Also Halsposition. Zwischenposition. Mhm.
Und die Stickposition. Das Ganze jetzt mal leicht angezerrt, auch wieder Hals-, Zwischen- und Brückenposition. Und die Stickposition. Also ich muss mich für das dezent dilettantische Gitarrenspiel entschuldigen. Ich habe immer noch wahnsinnige Probleme mit meiner entzündeten Schulter und kann die Gitarre eigentlich überhaupt nicht so halten, wie ich es gewohnt bin. Von daher bitte ich darüber hinwegzusehen und hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen einen Eindruck von der Gitarre vermitteln. Dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und geschmeidig. Bis demnächst. Sersen!